Grundsätzlich habe ich zwei Orientierungen in dem Blog mir gesetzt. Einmal etwas, was mit Körper und erlebtem und erlebbarem Körper passiert oder geschieht oder man begegnet dem, das aufzugreifen. Das kann sein etwas über Rhetorik und Körpersprache oder über Frau Merkel in China. Das können zum Beispiel Themen sein, ne, das ist zunächst mal eine breitere Palette, aber der Fokus ist der Körper, der erlebbare Körper, der in Worte auszudrückende Körper. Das ist eigentlich so der eine Fokus. Der andere Fokus ist zu beschreiben, wie funktioniert das, was man Körperausdruck, Körpersprache nennt. Wie ist das dann mit Berührung, mit Begegnung und mit Begleitung? Das heißt also Interaktion und Beziehung, Kommunikation zwischen Menschen. Aber immer bezogen auf die Körperebene. Das ist eigentlich, sind so die beiden Zugänge. Und ich will nicht im Blog zu eng bleiben, dass ich quasi als Spezialist für Rhetorik und Körpersprache auftrete. Oder derjenige, der die Politiker kommentiert. Oder derjenige, der hinter die Kulissen des Managements guckt. Das wäre mir zu eng. Ich will auch gerne den Fokus Körper und Emotionen und Persönlichkeit, was auch immer das ist im Einzelfall, mehr in den Fokus rücken, ohne dass es immer abgehandelt wird über Paradoxien oder über irgendwie Ironie oder über so eine gewisse Distanzierung. Weil eine paradoxe Intervention funktioniert nur in der Therapie, zumindest, wenn sie im Kontakt sind mit den Menschen. Und das ist aber eine andere Dimension. Das hat sehr viel zu tun mit, ja, wie kann ich überhaupt in Kontakt gehen? Wie kann ich Kontakt herstellen in der Beziehung, mit Menschen, die ich nicht kenne? Und da will ich so ein bisschen in dem Blog, ja, vielleicht so ein bisschen back to the basics, also auf den Boden runterkommen und sagen, naja, wir sind normale Menschen, wir sind nicht nur ironisch miteinander oder nicht nur paradox oder nicht nur im Unterschied zu. Manchmal ist das einfach ganz platt. Ja, es ist natürlich, auf der einen Seite ist da eine Essenz drin, da kann ich gleich was zu sagen. Das andere ist natürlich eine gewisse Provokation, nicht alles sofort zu glauben. Das heißt, Sie müssen mehr wissen über den Kontext, über die Situation, über wie sind die Menschen da zusammen, was tun die miteinander, wie kalt ist es da, wie warm ist es da, in welcher Kultur findet das statt. Ne, wenn Sie dieses Zeichen nehmen zum Beispiel, das hat bei Tauchern eine ganz wichtige Funktion. In anderen Kulturen hat das natürlich eine andere Funktion, unter Umständen genau eine gegenteilige. Das heißt, man kann böse ins Fettnäpfchen treten, wenn man voreilig fotografisches Körperlesen betreibt und sagt, wenn jemand sich so verhält, wie Schröder ständig an der Nase reibt, dass er unsicher sei, kann sein, kann nicht sein. Da wäre ich also vorsichtig. Und deshalb sage ich lieber, der Körper lügt. Und provoziere, indem ich den anderen wach machen will und sage, hör mal, guck erst mal genau hin. Klar, ich meine, Ratgeberliteratur ist natürlich angesagt seit 20 Jahren. Die wird auch gelesen, aber was die Menschen damit machen, ist wieder was anderes. Auf der anderen Seite ist es so, es wird dadurch deutlich, wie stark, wirklich wie extrem stark das Interesse ist der Menschen an dem, was man Körpersprache nennt, körpersprachlichen Ausdruck, nonverbale Kommunikation und so weiter. Und das Interessante ist, wenn ich, weiß ich, jemanden kennenlerne oder wir reden so ein bisschen, dann fragt man sich, okay, was machst du nicht? Und dann sage ich ja irgendwie mit Körper lesen und so, Körpersprache. Und sofort werden die Leute neugierig und sagen, oh ja, was sehen Sie denn bei mir? Das heißt, die fühlen sich sofort angesprochen und das zeigt, wie stark das Bedürfnis ist, im Grunde genommen mehr zu wissen, aber letztendlich nicht zu wissen kognitiv, sondern sich zu verhalten. Und wenn Sie so reagieren, zeigen Sie ja sehr deutlich, wie unsicher Sie sind. Und das ist wie so eine Lustangst, ne? So ein bisschen mal hinter die Kulissen gucken, aber hoffentlich nur unter vier Augen, dass die anderen das nicht mitkriegen und lieber über die anderen ablästern und nicht über einen selber. Und ne, das ist eigentlich so die Motivation dahinter. Und das finde ich ganz plausibel auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich das sehr wichtig, diesem Interesse und diesem Motiv nachzugehen, eben anders als nur fotografisch, weil ich erlebe das, wenn ich mit Managern oder mit Politikern arbeite, erlebe ich das als sehr entlastend, wenn die Menschen sagen, wir können uns treu bleiben,
wenn wir mit ihnen arbeiten. Das heißt, sie wollen uns nicht zu irgendetwas bringen, zu irgendeiner Körperhaltung oder zu irgendeiner Gestik, die rhetorisch gut sei. Aber gleichzeitig, dass wir darauf achten, also Sie mit mir in der Arbeit darauf achten, dass eine Passung hergestellt werden kann. Also eine Passung zum Gegenüber, dass das passt, so wie ich bin. Natürlich unterschiedlich. In der Regel kommen Politiker nicht mit einem ganz speziellen Interesse und sagen, ich will, weiß ich mal, eine gute Figur verbessern. Oder ich werde immer angeschossen von Journalisten und ich möchte dagegen halten können. So ein konkretes Interesse ist in der Regel nicht der Fall, sondern der konkrete Aufhänger ist in der Regel Wahlkampf, das heißt also im Grunde genommen Saisongeschäft. Und dann geht es darum, naja, sich ein Stück gespiegelt zu kriegen. Hör mal, wie siehst du mich? Wie sehe ich mich? Auf der anderen Seite, wie kann ich das im Wahlkampf nutzen? Wie kann ich das abstimmen mit der Partei, mit der Kommunikation in der Partei? Und dann kann man sich das so konkret vorstellen, indem ich, kann ich ein konkretes Beispiel nehmen, ohne natürlich einen Namen zu nennen. Das war ein Politiker, war ein Landtagswahlkampf, TV-Duell-Vorbereitung war ein relativ kurzer Wahlkampf. Und dieser Herr war ein sehr ruhiger, distinguierter, sehr vornehmer, ein hochkompetenter Experte. Und er startete quasi als No-Name auf Landesebene. Und man fragte sich überhaupt, warum startet der überhaupt? Der hatte wirklich keine Chance. Gegen den Kandidaten, der ne, von der Regierung und im Grunde genommen hochgelobt war, hohe Populationswerte hatte. Gut, also als wir anfingen, hatte der Kandidat, der Gegner, hatte ungefähr 85% Beliebtheit und Bekanntheit. Und er hatte ungefähr 25%, also schlechte Karten. Und Auftrag war, seine Öffentlichkeitskompetenz im TV-Duell zu verbessern und zu sichern, also dass er eine bessere Figur abgibt und überzeugt. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann das ist so der erste Schritt, eine Analyse gemacht der Art, wie er medial inszeniert wird. Das heißt also, wie die öffentlichen Bilder über ihn sind. Also entweder ich kriege Material oder ich recherchiere selber, habe ein Archiv und gucke mir dann also Fotos an, Videos, also bewegte Bilder und Berichterstattungen und Kommentare. Das sind ja auch Bilder, also erzählte Bilder. Daraus mache ich eine Analyse, die sehr differenziert ist, nach bestimmten Kriterien, was ich auf der Verhaltensebene oder eher als Persönlichkeit oder eher in Bezug auf die andere Partei oder seine eigene Partei oder als Führungskraft und so. Das heißt, das präsentiere ich dann in Form von Mindmaps. Dann arbeite ich mit ihm persönlich, das heißt, ich verschaffe mir von ihm seinen Verhaltensmustern, so wie er gestrickt ist, was ihn so ausmacht als Persönlichkeit und was das ganze Nonverbale angeht, also was da für Wirkungsmuster typisch sind oder augenfällig sind, mache ich mir einen Eindruck. Das wird dann ergänzt durch die Arbeit mit der Kamera. Das heißt, ich arbeite mit der Kamera und dann führe ich diese drei Elemente zusammen. Also die Außenwahrnehmung über die mediale Inszenierung, mein Eindruck über seine Lebensgeschichte, seine Verhaltensmuster und so. Und dann, wie er wirklich konkret vor der Kamera ist und wie er konkret wirkt und wie er ja, Aufgaben erledigt oder wie er sich verhält oder unter Stress reagiert und so. Also ich habe dann so ein Set von drei Übungen. Das eine ist, dass ich ihn vor die Kamera stelle, diesen guten Menschen, und sage dann, erzähl mal 3 Minuten lang, wer du bist. Wo kann er erzählen? Das können die in der Regel. Zweiter Durchlauf ist, dass ich ihm sage, und jetzt übertreiben Sie das mal. Das wird schon spannend. Das dritte ist, dass ich ihm sage, sag und zeig, wer du bist, aber ohne Worte. Und du hast nur das Wort Ich zur Verfügung. Das darfst du sagen, musst du nicht sagen, kannst du einmal sagen, kannst du mehrmals sagen. Und interessant war bei ihm, der erste Durchlauf war ganz dröge und ganz, ja, also im Grunde genommen ein ganz nüchterner Experte. Beim zweiten Durchlauf, beim Übertreiben, als wir anschließend drüber sprachen, sagte er, ach, das ist aber ganz charmant, wie ich da bin. Das heißt, er merkte, dass durch die Übertreibung er im Grunde genommen ein bisschen dynamischer sein muss. Nicht muss im Sinne von normativ, das ist angesagt im Wahlkampf, sondern er merkte, das geht mir besser von der Hand und eigentlich fühle ich mich wohler dabei. Das heißt, er hatte, wenn Sie so wollen, genau den Schnittpunkt zwischen ich entdecke etwas in mir, um mir treu zu bleiben und gleichzeitig mich zu entwickeln und gleichzeitig eine erhöhte Passung zu kriegen.
Und das heißt, wir haben darauf aufgebaut und dann gearbeitet. Ergebnis war dann, nach dem ersten TV-Duell, da waren also 3 TV-Duelle geplant auf Landesebene, nach dem ersten hatte er eine Augenhöhe mit ihm bescheinigt bekommen, auch von der Presse. Das zweite TV-Duell, das war mit Publikumsbeteiligung, mit Bürgerbeteiligung, da war er ein Kopf vorne. Das dritte TV-Duell hat der Kontrahent abgesagt, einen Tag vorher. War natürlich eine Blamage und Ergebnis war, die Partei hatte am Wahltag die Zahl erreicht, die sie erreichen wollte. Er hatte aber eine Bekanntheit von 58% und der Kontrahent eine Beliebtheit von 52%. Das heißt, es ist genau über Kreuz gegangen. Und das finde ich schon interessant, also wie durch relativ wenig eigentlich Input, wenn Sie so wollen, oder Vorgabe oder Training oder Coaching, haben wir eine, finde ich, ein relativ großes Maß an Wirkung, gewünschter Wirkung, aber auch an wirklichem Ausdruck, den er verkörpert und in dem er sich auch gut fühlt, der auch nachhaltig dann, wie soll ich sagen, zum Ausdruck kam im Wahlkampf, bearbeiten können und ja, unterstützen können und so, dass es eben sichtbar wurde. Und dann eben auch bei den TV-Duellen wurden zwei Bitett-Umfragen gemacht. Das heißt, es gab unmittelbare Bewertungen, was natürlich hochinteressant war. Es gibt so die offizielle Variante und die persönliche Variante. Die offizielle Variante ist wahrscheinlich, dass ich wirklich per Zufall, zum Glück per Zufall, mit einem Holländer in Kontakt gekommen bin, über den ich die Körperpsychotherapie kennengelernt habe. Das war nachher mein Lehranalytiker und so weiter. Die inoffizielle Variante ist ja oft wichtiger. Und da habe ich so gedacht, Mensch, wo ist denn so ein Urerlebnis? Und da habe ich mich erinnert und das war lustig. Ich war mit meinen Eltern, das war irgendwann Anfang der 60er in der Türkei, da war ich in Ankara und dann waren auch verschiedene andere, so in meinem Alter, ich war so 16, glaube ich, 15, 16, ja, sowas in der Ecke. Und dann irgendwie quatschten wir so rum, die Jugend, wie man so sagt, und irgendwie Jungen und Mädchen, das war dann Anfang 60er Jahre und Türkei, das war alles so ein bisschen anders und so ein bisschen verschämt, so ein bisschen, und dann kicherten die und wir Jungs, wir machten so ein bisschen auf groß und irgendwie, das weiß ich nicht mehr, wie das kam, haben die mich gefragt oder ich habe gesagt, ich könnte aus der Hand lesen, so die Linien der Hand, das ist natürlich keine Ahnung, das war ein Spiel, was wir gemacht hatten. Dann wurden die aber neugierig. Und dann kam die dann an mit der Hand. Dann habe ich dann so, und dann haben die das übersetzt. Und ja, also Glück und weiß ich, so und so viele Kinder und ne, so, wie man so redet. Und das Interessante war nicht meine Trefferquote, weil die hatte ich natürlich nicht, weil ich wusste ja nie, ob die später Kinder kriegen. Das werde ich auch nie wissen. Auch schon gar nicht, wie viel. Aber interessant war, wie attraktiv die Körperebene war. Auch die Aussagen über den Körper. Auch was das in der Beziehung dann machte, was für einen riesigen Spaß wir dabei hatten und dass das richtige Geschichten waren. Die haben uns den ganzen Nachmittag, den ganzen Abend begleitet. Ich denke, dass ich da so etwas, was ich dann ja auch in meinem Buch dann versucht habe darzustellen, ja, wie man so sagt, einen komplexen Zugang zu haben. Also nicht nur diesen rein fotografischen oder den rein kulturellen oder den rein, weiß ich, interaktiven Zugang zu haben, sondern wirklich mich einzulassen auf dieses Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Facetten und wirklich zu gucken in dem Moment mit den beteiligten Menschen, was kommt dann dabei raus? Wo führt uns das hin, wenn wir uns darauf einlassen? Na, das war, glaube ich, die Szene, die, ja, die mir damals Spaß gemacht hat, wo ich gemerkt habe, da ist was. Und ja, Glück gehabt, ne?